Moin moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Test. Heute mit Rockstar Zero Sugar Tropical Fruit Flavor. Gucken wir uns mal das Design an. Hier haben wir halt den üblichen Rockstar Stern. Hier oben steht halt wieder Rockstar Zero Sugar. Hier nochmal Sugar Free Tropical Fruit Flavor. Dann hier halt der übliche Rockstar Spruch auf der Dose. Dann haben wir hier die Ernährungstabelle. Dann die Inhaltsstoffe. Und die 32 Milligramm Koffein. Ja, der ganze Spaß ist bei Edeka erhältlich für 1,79. Klar ist, ihr könnt Rockstar Zero Sugar auch in anderen Supermärkten wie Rewe oder Kaufmarkt kaufen. Müsst ihr einfach mal bei euch in der Umgebung nachschauen. Wisst ihr, was ich total strange finde? Das heißt hier Tropical Fruit Flavor. Gucken wir uns mal die Inhaltsstoffe an. Jo. Findet ihr Tropical Fruits? Saftkonzentrat aus schwarzen Karotten. Super. Hört sich nicht wirklich tropisch an. Wer welche findet, kann sie ja gerne in die Kommentare posten. Oben auf der Dose sind nochmal so ein paar Inhaltsstoffe drauf. Koffein, B-Vitamin und Taurin. Und der Öffner ist diesmal blau. Geruchsmäßig muss ich gerade überlegen, mir fällt nichts ein, was nur annähernd so riecht wie dieser Energy Drink. Ja, und die Farbe hat so ein schönes, kräftiges Rot, erinnert ein bisschen an Sexagy. Kommen wir zum Geschmack. Meine ehrliche Meinung ist, dieser Rockstar schmeckt einfach nur schlecht. Und das ist meine Meinung. Also er schmeckt irgendwie, es ist etwas leicht Fruchtiges drinne, aber dieses Sugar-Free ist und dieses Fruchtige, das passt irgendwie nicht. Also ich finde ihn irgendwie ekelhaft. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich würde keine Sugar-Free-Getränke mögen. Ich finde die durchaus in Ordnung, aber dieser ist einfach nur schlecht. Durchweg der schlechteste Rockstar, den ich bis jetzt getrunken habe. Geschmacksmäßig kann ich nichts Vergleichbares nennen, weil dieser Geschmack für mich doch relativ neu ist. Wäre der ein bisschen angenehmer, wäre es nicht schlecht. Aus Rockstar Zero Sugar Tropical Fruit Flavor kriegt von mir leider Gottes eine 5. Das war's mal wieder von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wie immer Daumen hoch reinhauen.